Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Skydreams Folge 6 am Samstag. Wir spielen hier mal wieder mit dem schwulen Weiß-Weiß und ja. Nenn mich nicht schwul, du Homosexuell. Du hast eben gerade ein schwulen Geständnis gemacht. Bist du schwul? Ja, das stimmt sogar wirklich. Ich habe gefragt, hat er ja gesagt. Scheiße. Ja, ich habe mich nicht gewehrt, weil ich schlage keine Schwuchtel. Heute, also erstmal kurz eine kleine Sache. Ich habe ein neues Texture-Pack drin. Wie findet ihr es? Ich habe es gerade eben vor 3 Sekunden reingemacht. Ich finde es ehrlich gesagt jetzt nicht so Bombe, aber auch nicht schlecht. Ja, und ich habe auch ein neues drin. Ihr seht, Spikes PPD Craft Mrs. Weihnachtsding, da ist mir auf die Säcke gegangen. Und hier sind auch die Bäume schön farbig grau. Und also da lässt sich einiges. Kannst du mal auf, wenn du verlierst, du eh immer. Nein. Und wir heute wollten halt ganz diese Runde. Das war blöd. Der Sound ist mega laut. Wir haben jetzt ganz viele Themen heute für euch. Ganz. Genau. Ganz, ja. Und wir wollten halt diese Runde. Weißt du, was jetzt richtig kacke ist? Weißt du. Weißt, wir brauchen mehr Erde. Ah, Moment, da ist doch noch was. Ich geil. Ich hab Erde ein bisschen ja von uns gecheatet. Ja, aber in. Wo ist das denn, du Vogel? In der Truhe? In der Truhe ist ein Erdblock. Ja. Sei mal nicht so anhaberisch. Man bräuchte einen Erdgenerator anstatt Kabels. Und vielleicht sollten wir mal Fabi nochmal einladen, dann kann er uns nochmal einen Erdgenerator bauen. Geht das? Man kann einen Sandgenerator bauen. Ja, das weiß ich. Dann fangen wir mit dem ersten Thema einfach an. Was halten wir von der Wii U? Wer die Frage gestellt hat, habe ich schon längst vergessen. Also, sorry. Ja, also. Ich muss mal sagen, also ich habe es auch gezockt auf der Gamescom. Und da war ich natürlich anwesend. Und da muss ich einfach mal zu sagen, heilige Kacke. Das ist so schwierig, sich auf zwei Bildschirme zu konzentrieren. Und also ich habe von Games gehört, wo du wirklich praktisch, du spielst den Shooter dann auf dem Bildschirm und lädst aber dann nach oder wechselst deine Waffe per diesem Control-Panel da oder diesem Control-Pad. Und das geht dir so derbe auf die Eier, weil du dann nicht richtig triffst und dann ist das Ding viel zu groß, kommst beim Daumen nicht richtig in die Mitte und wenn dann irgendwie Leute auf dich zurennen und nicht abknallen und du musst dann da irgendwie richtig gay nachladen, da kriegst du dann schon mal, oh Gott, Wasser. Dann kriegst du schon mal Wasser, ne? Weißt du, wie es läuft? Ey, mach bitte, mach zu. Da kommen die Tiere sonst raus. Ja, jetzt hör auf rumzuweinen. Mhm. Ja, das ist meine Meinung zur Wii U. Also ist mal was Neues, aber ich glaube nicht, dass sie sich dagegen Playsee und so durchsetzen kann. Also auf keinen Fall. Also. Zumal ja auch bald neue Playsee, neue Xbox und so, ne? Ist ja auch alles in Production. Also meine Meinung an sich, ich hab's noch nicht gespielt, das habe ich noch nicht. Ich hab's aber mal gesehen. Und habe auch mal Bewertungen geguckt, also was halt Vorteil hat, wie gesagt, das mit den zwei Bildschirmen ist cool, aber wie du schon gesagt hast, recht schwer. Und zweitens ist das halt, wie bei der, wie immer, da war die Grafik ist etwas, wie immer, halt ja, nicht so dolle. Und noch ein Nachteil von dem Ganzen ist, dass halt man, wie gesagt, sehr, es ist sehr schwer, sowas dann zu spielen und das dann halt auch kompatibel für alle Spiele richtig zu machen. Ja, also die Wii ist halt, Nintendo ist halt generell so eine Familienkonsole, ne? Also auch mit dieser Wii, da mit dieser, also die jetzt, die normale, da mit diesem Rumgefuchtel mit der Fernbedienung. Es ist halt einfach, geht's halt darum, mit 4 Leuten an einem Bildschirm zu zocken und PlayStation und Xbox ist halt darauf ausgelegt, irgendwie sich einen Shooter zu holen und dann online halt die Leute auseinanderzunehmen. Aber also jetzt mal so für eine Familienkonsole und für Leute, die nicht, ja, also ich denke jetzt mal so in meinem Alter mit 16 Jahren, ist jetzt die Wii im Vergleich zur PlayStation bzw. Wii U nicht so das Wahre, weil ich spiele ja auch viel lieber einen Shooter als, ja gut, Mario Kart ist auch geil, aber da kann man ja auch, ich meine, ein Shooter an der Wii ist einfach größter Dreck. Ja, das ist wirklich so. Und das ist ja so, also Wii U, weiß ich nicht, halt ganz cool, aber durchsetzen wird sich's nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Dann haben wir noch ein zweites, ein größeres Thema, nämlich was halten wir, also sind so mehrere Themen da drin, was halten wir von kleinen YouTubern? Über unser erstes Video, als wir selber klein waren, sind wir eigentlich immer noch, aber halt, als wir noch ganz, ganz klein waren und was wir von insgesamt halt für Zukunftsaussichten haben. Oder was wir erwarten von YouTube, was wir gerne mal erreichen würden und so ein Scheiß. Und was wir erwartet haben, als wir damit angefangen haben. Ja, das dann. War so die Fragestellung. Also, möchtest du anfangen? Ich habe eben angefangen. Genau, dann fange ich dann erstmal, fange ich einfach, wie ich auch gesagt habe, kleine YouTuber, ja. Was machst du denn da? Ja, Wasser dahin. Achso, ja gut. So, kann mich nur jetzt Wasser hier. Dann, ich fange jetzt Seeds an zu machen. Seeds. Ach Gott, ich Idiot, Moment, das war falsch. Und also, erstmal zu klein, also als kleiner YouTuber hat man auf jeden Fall noch Chancen auf YouTube, aber die Chancen werden
größer und kleiner gleichzeitig. Wenn man zum Beispiel Minecraft, normal Minecraft Let's Play, kann man direkt in die Tonne kloppen. Null Chance. Zero, Mann. Zero, zero. Ja. Und, das ist echt so. Vor allem als Jüngerer. Wenn du erwachsen bist, gut. Dann hast du auch viel mehr Leute. Es ist halt immer so, dass dich tendenziell jüngere Leute gucken. Und wenn du dann 13 bist, gucken dich auch tendenziell nur 12- und 11-Jährige oder 10-Jährige. Und deswegen ist das da immer so. Ja, wenn du dann halt 40 bist, dann gucken dich halt auch mehrere. Also es gibt sehr viele Leute, die Gronkh gucken und die dann aber schon 60 Jahre alt sind. Weil ich habe tatsächlich mal einen Freund von meinem Opa, der guckt Gronkh. Ja, das ist wirklich lustig. Ehrlich gesagt, gibt sogar auch alte Menschen einige, die ja spielen, weil Gronkh ist ja selber nicht gerade ein junger Hüpfer. Also auf YouTube hat man 35 oder 36 ist der sogar schon. Also auf YouTube hat man auf jeden Fall noch Chancen, aber halt in einem kleinen gewissen Rahmen nur. Und man muss halt was finden, was andere vor allem nicht gemacht haben. Das ist der ganze Trick an der Sache. Haben wir überhaupt Melon Seed und so? Oh. Ja, wir haben die Melonen und so, haben wir da alles drin liegen. Ja, oder man hat halt so ein One-Hit-Wonder, oder wie auch immer man das nennt, aber das ist ja, also wo man wirklich ein Video hat, das erste, was man raushaut, und das dann irgendwie eine 500.000 Klicks kriegt, aber dann ist es ja auch nicht das Wahre, dann hat man viel zu viele inaktive Abonnenten. Ich finde keine Dings, die, mein Melone, wo ist die Melone? Wo ist der Kürbis? Den Kürbis habe ich schon, Kürbis, Kaktus und Sugarcane habe ich. Wo war denn die Melone? Hatten wir denn eine Melone? Eigentlich oder sollten wir eine haben. Warte, ich guck bei den Zielen. Make a Melon Farm. Ja, vielleicht muss man sich das dann mit den Tradern da erhandeln oder so. Stimmt, mit den Tradern. Oh Mann, ja. Mein Gott, halt dann die Klappe. Ja, oder? Aber wir hatten doch schon eine Melone. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, es hackt bei dir einfach. Ich gehe jetzt einfach mal gucken und wenn nicht, dann holen wir uns die einfach, ne? Genau. Dann Sand. Nee, dann, also nicht. Insgesamt auf jeden Fall schon. Man ganz soll ehrlich, ich habe jetzt sowas von null Bock, da hochzukrabbeln. Das dauert ja die ganze Folge. Ja, ich mach das gleich schon. Hast du übrigens auf die. Ja, wieso bin ich denn jetzt nicht mehr OP? Nur weil du mich eben killen wolltest. Ja. Mach mich mal bitte wieder. Nein! OP, Gemis 1 und. Mist, mir ist gerade aufgefallen, dass der Sand nach unten fällt. Nein! Es ist erschreckend, aber es stimmt. Ja, was machst du denn da? Professionell sein? Wieso machst du denn da Sand hin? Ja, für einen Kaktus. Ja, wir müssen eine Kaktusfarm machen? Ja. Ich meine, die fliegt da jetzt außen rum, sonst mache ich ja hier noch was kaputt. Sand. Und so. Dass ihr also an alle Zuschauer, wenn im Let's Play geht es ja nicht darum, dass man Erfolg ist, es geht darum, dass man Spaß hat. Und ja, deswegen. Viele sagen, ey, weiß, mach mal hier YouTube-Banner, mach mal Geld. Der Geld ist doch das Wichtigste. Da Geld. Sind doch gar nicht. Ne, es geht um den Spaß. Ich habe angefangen, weil es mir Spaß macht und ich werde es auch weitermachen, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwie Geld verdiene. Um ehrlich zu sein, das Einzige, womit man hier Emeralds bekommt, sind Bücher. Und das dauert ja 100 Jahre, sich hier Bücher zu machen. Ich weiß. Was war denn der Käse? So, Pumpkin Farm ist auch schon da. Es wird nur noch Kaktus. Das sind noch total unnötige Sachen bei den Tradern, bei den Händlern, mein Gott. Ja, das ist ganz viel unnötig. Komisch. Ja, da müssen wir später mal gucken. Aber hier ist auf jeden Fall keine Melone, also hatten wir die schon. Ich finde, ich hatte die irgendeiner im Inventar, als wir mal gefightet haben, wie wir es ab und zu mal getan haben. Du Scheißmast, ich bring dich um! Ey, haben wir noch, Pitchcrafter ist senil. Helft ihm wieder, sein Gedächtnis wiederzubekommen. Wie heißt das nochmal? Weizen, Gott, yes. Weizen habe ich schon angebaut, alles. Ja, aber ob wir noch was in der Kiste haben. Zwei Stück, zack, dann mache ich doch am besten mal. Ja. So, ich habe alles angebaut, jetzt fehlt nur noch Melonen. Ich gehe mal auch jetzt hoch zu den Traitern da oben und gucken, was da los ist. Da ist nichts los. Das Einzige, wo wir Emeralds bekommen, sind Bücher. Sugar, okay. Hey, wieso kann Party ich Kühe, nicht? Für die Kühe, Party Kühe. Komm her. Komm doch mal. Mein Gott. Da, tut es vor unseren Augen. Oh, ja, gut. Hallo, kleines Kind. Hast du die Insel da hinten eigentlich komplett abgebaut, oder? Eigentlich ja. Tu es mit Pixcrafter vor meinen Augen. Bah. Hier ist aber auch nichts mehr. Nein, Baum ist gewachsen. Hast du dir denn jetzt die Melone geholt? Nö, dann cheat ich mal jetzt eine. Game Mode 1. Ich hole mir dann. Nein. Oh.
Was du tun? Melon. Block. So. Game Mode 0. So, wie macht man aus einem. Sag mal, hast du einen Kaugummi im Mund? Nee, ich hab gerade am Nachdenken. Okay, ich denke mal nach. Ich hab mal in einer Aufnahme aus Versehen ins Kaugummi. Ich konnte die Aufnahme wegschmeißen. Ah, hast du mir schon erzählt. Das ist. Ja, nein, hab ich gar nicht. Natürlich hast du mir das erzählt. Nein, ich erzähle dir nichts, weil ich dich hasse. Also lüg nicht rum. Hab ich vergessen. Ich hasse dich, ich hasse euch alle. Jeden Zuschauer, der es guckt, ich hasse euch alle. Alle. Gut. Gut zu wissen, weiß. Jetzt kriegst du auch immer gut viele Abonnenten dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Also halt, was findet ihr vom Tisch? Keine Ahnung, ich find's jetzt nicht so dolle. Ich denke, dass ich nächste Folge wieder was anderes nehme. Ich bin ja so wählerisch, Pixcrafter. Ja, ich weiß, Ich weiß. Der Klassiker. Oh, du bist ja so lustig. Dankeschön. Wieso kann ich da jetzt... Das Leben ist unfair. Aber mega. Boogie Boogie. Nein. So. Oh. Ich mach kurz Selbstmord. Ah genau, noch was wir uns von YouTube erwarten. Ah genau, da waren wir stehen geblieben. Dann nochmal, lass mich beenden meinen Satz. Dann, kleine YouTuber haben eine Chance. Einfach machen. Es geht einfach darum, dass man Spaß hat. Zuschauer bekommt man immer, selbst mit einem einfach Minecraft-Let's Play. Wenn man aber darauf aus ist, Erfolg zu haben, dann sollte man irgendwas finden, was andere nicht gemacht haben. Wie zum Beispiel yes. Pixcrafter ist der erste schwule deutsche Let's Player und deswegen bekommt er auch so viel Zuspruch. Ja, gut, genau. Alter, drei Zombie, zwei Skelette und ein Zombie greift mich direkt an. Cool. Aber wir haben doch eigentlich ein Problem mit oben auf der Wolleinsel einen Zombie-Spawn neben den Villagern. Tut's aber nicht, scheinbar. Ja, weil wir zu weit weg sind. Das ich spawnt nichts. Ich krabbel jetzt gerade hoch. Kannst du mal Tag machen? Okay, Moment. Klacker, klacker. Ja, ich weiß, dass meine Tastatur manchmal sehr laut klackert. Das ist einfach so, weil meine alte abgeschwult ist und ich musste da jetzt provisorisch die hier nehmen und ja, kaufen wir aber bald eine neue, eine Silent-Tastatur. Also spendet eine Silent an Herbert Maus. Geld. Eine Maus, die hat kein Klicken, das ist extrem nice. Nein! Nein! Ich bin die halbe Treppe wieder runtergefallen. Und dann noch, dann... Nein! Ich flieg die hast ganze du die Uhr, hast du die Uhr im Blick? Ich hab vergessen, wann wir aufgenommen haben. Das ist so typisch. Jedes Mal erinnere ich dich, dass du auf die scheiß Uhr gucken sollst. Ja, es tut mir leid. Du bist so ein Schmock, das gibt's also überhaupt nicht. Also wir haben insgesamt von. Also wir haben Timeset 1 gemacht, kurz bevor wir aufgenommen haben. Es wurde eben Nacht. Also haben wir circa jetzt 10 Minuten. 10 Minuten. Gut, passt ja. Dann, dann was halten wir beide von. Dann machen wir jetzt nochmal, bis es Nacht wird. Genau. Was hältst du von deinem ersten Video? Oh Gott, heilige. Mein erstes Video auf dem Kanal ist eigentlich recht gut. Es hat auch gut viele Klicks. Aber auf meinem alten Kanal... Da warst du ja ein Bademeister. Ja, genau. Da wirklich mein allererstes Video, das war mit einem Headset, das hat 15 Euro gekostet, beziehungsweise all meine Videos auf Bademeister. Auch wenn man das dem nicht angehört hat. Da hatte ich aber wirklich auch noch keine Rauschunterdrückung, keine Ahnung, wie man das macht. Das Bild war verzogen und... Es war sehr lustig. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war eine Mod-Review. Nee, Quatsch. Quatsch. Mein erstes Video war eine Map-Review, wo ich einfach immer nur so über die Map geflogen bin. Recht episch. Und das dann gefilmt habe. Aber die waren eigentlich tatsächlich ganz gut, die Videos. Und, aber das erste Video, wo ich gesprochen habe, das war eine Mod-Review. Die habe ich sogar noch, weil wegen Epicness und so. Die kann ich ja vielleicht mal so aus Fun mal zu einem Special hochladen. Die also habe ich auf jeden Fall noch und da habe ich wirklich eine Stimme gehabt, die ist impossible lustig. Das war jetzt vor 1,5 Jahren. Okay. Ja. Also ich habe gerade eben durchgeguckt, also wir können nur Emeralds durch Raw Beef und Bücher bekommen. Ja, sag ich doch. Dann, das heißt... Schweine töten oder Bücher? Bücher töten. Ja, Schweine oder Bücher töten. Nee, wenn dann tötet man ja Shugger-Dinger da. Raw Shugger, Beef ist doch Shugger, Shugger. Guck mal, ich hab. Ah! Drin. Was will der Enderman? Dich töten? Alter, was willst du? Du Hässlon. Weg! Dankeschön. Weg! Dankeschön. Weg! Dankeschön. Weg! Dankeschön. Weg! Dankeschön. Dankeschön. So. Bitte. Und, also mein erstes Video. Also ich hab ja eine recht hohe Stimme und da war die ja noch höher. Nein. Noch höher. Noch höher. Das war ja, wirklich. Und wie ich da gesprochen hab, da hab ich wirklich dann so. Hallo Leute,
Willkommen zu meinem Let's Play Minecraft. Ja, und dann lege ich jetzt mal los. Ja, ich finde die Welt hier schön. Und dann die ganze Zeit dann so voll schüchtern dann geredet. So, nochmal die Hure, die Ho. Die Hure habe ich in die Tasche, in den Kiste in gelegt. In die Tasche gemacht. Damit wir sie benutzen können, falls wir sie brauchen. So einer bist du mir also. Steckt er sich die Ho ein. Alter. Entführt der Leute. Das war recht peinlich, aber ich werde es niemals löschen. Das finde ich affig, wenn Leute ihre ersten Videos. Also, du kleine Missgeburt. Du bist so ein kleiner Fabi, bist du. Au. Ein Fabi. Fabi. Mal gucken, ob der Fabi das Video guckt. Fabi, du stinkst. Fabi, du bist vollkommen hässlich. Wenn du nichts in die Kommentare schreibst, gibst du zu, dass du vollkommen hässlich bist. Okay, das ist cool. Das ist cool. Generell, jeder, der nicht in die Kommentare schreibt, gibt zu, also, dass er vollkommen hässlich ist. Also, eine kurze Regel, wer jetzt nicht in die Kommentare schreibt, jetzt, in diesem Moment, wenn ihr es guckt, jetzt, ist vollkommen schwul. Wenn und ihr müsst schreiben, ich bin nicht schwul. Genau, ich bin nicht schwul und dann die Stelle von dem Video dahinter. Weil dann seid ihr nur cool. Dann seid und wenn ihr von mir einen Keks haben wollt, schreibt ihr noch, ich bin nicht schwul, aber ich liebe Pixcrafter. Dann kriegt ihr von mir noch einen Cookie. Und dann, wenn ihr schreibt, ich bin nicht schwul, ich finde aber Weiß viel besser als Pixcrafter, dann kriegt ihr sogar 2 Cookies. Gut, geil. Oder ihr kriegt 3, wenn ihr schreibt, ich bin nicht schwul, aber ich finde Weiß und Pixcrafter sind die besten YouTuber. Genau. Dann kriegt ihr 3 Cookies. 3 Cookies. Könnt ihr euch entscheiden. 1, 2 oder 3. Genau, was sind 1, 2 oder die 3. 1, 2 oder Weiß. Aua, du Schwanz. So, wo haben wir Bone Meal? Bones brauchen wir. Habe ich alles verbraucht gerade. Bones. Für was ist es verbraucht? Ja, für Bones, für das, für die Drogen, für die Marihuana-Plantage. Wir brauchen wirklich Knochen. Hab ich alles verbraucht. Wir müssen warten. Sollen wir wieder Nacht machen, damit Skelette spawnen? Nö. Doch. Nein, Tag ist unsere Uhr. Wieso kann man die Schweine nicht paaren? Weil die nicht vor deinen Augen was tun wollen. Ah, ja. Soll ich die Schafe auch paaren? Paar die Kühe. Hab ich doch schon. Weil Raw Beef ist Kühe, nicht Schwein. Ja, hab ich doch schon. Alter, bist du vollkommen hässlich oder so? Okay, ich geh wieder runter. Geil, man bekommt XP, wenn man andere paaren lässt. Ha! Wo ist das Hühnchen denn? Echt? Steht überhaupt nicht. Hast du gerade ein Hühnchen umgebracht? Wer? Du! Ja, da war nur ein Hühnchen. Fuck. Aber wenn's Eier legt, dann können wir sie schmeißen. Und also aufpassen auf unser heiligstes Hühnchen. Das heilige Hühnchen! Ah. Das heiligste oder das heilige? Pädophil? So, weißt du was? Ich laufe hier die ganze Zeit rum, weiß nicht, ich hole mir jetzt meine Dia-Spitzhacke. Ganz ehrlich, wenn man hier so einen einzelnen String so auf den Boden legt, ne? Sieht das ein bisschen aus wie so ein Spermium. Oder? Hinter dir? Da! Bei mir wird nichts angezeigt. Hier. Hä? Bei mir wird echt nichts angezeigt. Ah, da! Warte, ich leg's mal hin. Schreit voll rum. Doch, bei mir seh ich's. Das sieht aus wie... Bei mir sieht das aus wie so eine Spermaschlange. Eine ganz lange Spermaschlange. Achtet nicht auf ihn. Er ist verrückt. Okay, komm, wir machen jetzt hier mal die Spermaschlange hin. Ich weiß, wieso das Hühnchen tot da ist. Als du die Löcher gebaut hast. So eine Spermaschlange ins du hast das Hühnchen umgebracht. Du hast das Hühnchen auf deinem Gewissen. Als du die Löcher gemacht hast, ist das Hühnchen mir runtergefallen. Wann? Als du die Löcher da gemacht hast. Als das nein. Pixcrafter hat das Hühnchen auf dem Gewissen. Nein. Hatet alle Pixcrafter. Hatet ihn. Hatet ihn. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du hier in die Spermaschlange mit deinem Gesicht so... Ah! Ich wünsch mir Skelette. Alter. Stirb, komm mal her. Ah, geil, ich hab einen. Oh, Bau. Ich weiß jetzt noch, was wir machen müssen. Ich baue jetzt ganz viel Obsidian ab und dadurch können wir uns ein Netherportal machen. Das ist mal eine super Idee, die mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich hasse dich. Du bist voll das Firebeast, oder? Ah, eine Firebeast. Was? Und dann, was wollten wir noch zu YouTubern? So. Und dann unsere Zukunft. Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Oh mein Gott, ich bin in eine Spermaschlange gerannt. Dann, solange Pixcrafter hier mit seinem Sperma rumfuchtelt, fange ich an, ja, also Zukunft. Ja, keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass ich halt, ja, alles gut weitergeht, dass YouTube ein neues Kanaldesign langsam macht, weil mich das scheiße aufregt, das neue.
Und dass YouTube auch weiter fortbesteht, weil das kann ja passieren, dass irgendwie YouTube down geht. Das wäre blöd, wa? Das wäre blöd. Das wäre ganz blöd für die Leute, die davon leben. Ja, das wäre blöd. Wie viele Obsidien braucht man? Wie kann man dann bitte einen Pilz platzieren? Ein Pilz! In einem dunklen Raum auf Erde. Ja, super. Ist hier irgendwo ein dunkler Raum, wo Affe... Wie viele Obsidien braucht man für ein Tor? Ich glaube, 8. 8 braucht man, genau. Und eins war noch in der Tor. Gut, ich habe dann das 7. jetzt und dann mache ich ein Nether-Portal für uns. Okay, wir brauchen eigentlich gar kein Nether-Portal. Wieso nicht? So, eine Chest. Ich bin mir hinter dir runtergefallen. Okay, gut, dann schön. Sieht eigentlich schon ganz fetzig aus hier. Ein bisschen full gebaut, aber ansonsten eigentlich ganz schön. Unsere Welt ist schön. Unsere Welt ist schön. Fast so schön wie ich. Nein, sie ist schöner, weil ich mit dran gearbeitet habe. Deswegen ja eigentlich nicht, aber... Doch! Ich lass dich einfach nicht glauben. Komm mal her, lauf doch mal durch die Spermaschnur. Herbert, du bist doch echt nicht der Schlauste, oder? Du hast eine unsichtbare Spermaschnur. Du hast das Seed Center dahinter gesetzt, wo eigentlich die Pumpkins wachsen sollen. Was? Ach so, ja, aber puss nicht rum. So, ich muss das hier entfernen. Muschi. So, deine Mutter ist eine Muschi. Meine Mutter hat eine Muschi. Nein. Ich weiß nicht, dass deine Mutter keine Muschi hat, aber... Das wäre dann ein bisschen komisch, ne? Alter, das ist ein Spast. Ja, was weiß ich, wenn du mich hier beleidigst, dann konter ich. Ja, weil du hast es ja auch verdient. Und ich nicht. Naja. Schreibt in die Kommentare, wie doll ihr Weiß-Weiß lieb habt. Und wie sehr ihr Herbert hasst. Setzt die Leute doch nicht gegen mich auf. Doch. Tötet Herbert. Doch auch immer. Tötet Herbert. Findet ihn. Findet ihn. Welchen bringt er mich hinterrücks um? Wenn ihr... Okay, pass auf. Wenn ihr es schafft, unter meinem Video 30 verschiedene Kommentare zusammenzukriegen, die besagen, dass ich Pixcrafter, schöner bin als Weiß, sage ich meinen echten Namen. Ha! Oder Leute, ihr schreibt einfach bei mir in die Kommentare. Ach, bei mir reichen schon 10. Und ich sag euch Herberts echten Namen. Du kennst meinen echten Namen aber nicht. Doch. Ha! Doch. Nein. Doch. Nein. Ich weiß alles. Ich hab dir meinen echten Namen nicht gesagt. Doch, ich weiß alles. Ich weiß, du glaubst, du hättest meinen richtigen Namen, aber ich kann dir sagen, das ist nicht der richtige Name. Du guckst gerne Twilight. Ja. Ja, jetzt verstehst du meine Anspielung, oder? Hast ja, du Angst? Hast du Angst? Besonders gut. Hast du Angst? Hast du Angst? Hast du Angst? Hast du Angst? Ja, nicht hast wirklich. Du Angst? Also Leute, 30 Mal unter die Kommentare schreiben. Okay, dann, ja, ich schreibe auch dann Kommentar. Ich möchte nämlich Herberts echten Namen erfahren. Also, die Aufnahme ist hier mit Ende. Nein! Okay, Gott sei Dank. Moment, hast du gar Sachen dabei? Kurz den scheiß Wichser. Also, ich bring dich um. Oh Gott! Nein, Moment, jetzt lass mich erst meine Sachen ablegen. Wo ist die Spermaschnur hin? Ja, ich hab die entfernt, ich hab keinen Bock, den Sperma in meinem Gesicht rumfuchteln zu haben. Kannst gerne gegen... Kannst du gerne so eine Spermaschnur wegmachen? Okay, Arsch. Jetzt beende die Aufnahme. Nein, Battle. Ich dachte, wir machen jetzt ein Battle okay, noch. Okay, dann battlen wir uns. Okay, 3, 2, 1, Battle. Alter, du Schwuchtel! Geh sterben, nein, ich kann Kanacke! Nicht rennen. Du bist eine Hurensohn. Geh sterben, du Mongo, Bratze. Stirb. Hä? Nein, du Arschloch. Oh, ich Idiot. Was hast du noch da reingemacht? Okay, das war's für heute mit Skydreams. Jetzt hör es auf. So, und tschüss und hatet alle Herbert. Ja, tschüss.